Die Nordenhammer Unternehmensgruppe Albers wird 75 Jahre alt. Dieses Jubiläum feiern die Logistiker am Sonnabend mit einem Betriebsfest, das gleichzeitig mit der Einweihung des Logistikzentrums Farel in der alten Ziegelei Schwarting stattfindet. Johann Albers hat das Unternehmen 1937 in der Seefelder Mühle quasi nebenbei gegründet, als er einen Lastwagen kaufte, um die Erzeugnisse der Mühle transportieren zu können. Heute beschäftigt das Unternehmen 326 Mitarbeiter, darunter 114 Fahrer, und bedient ein internationales Geschäft.